So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht's weiter bei der Firma Debidas mit den Lambonuckenwellen. Im letzten Teil habt ihr schon gesehen, wie wir hier die Wellen vermessen haben. Und jetzt geht es direkt weiter mit der Auslegung von den neuen Nockenwellen. Und da bin ich jetzt mal gespannt, was wir heute alles erfahren. Weil es wird technisch gesehen definitiv ins Eingemachte gehen. Wir werden jede Menge fragen und hoffentlich mit einer neuen Erkenntnis nach Hause fahren. Ja. Vielleicht. So. Ihr steht schon bereit, dass es losgehen kann. Ja. Wir wollten uns die Ventilerhebung anschauen. Mhm. Im Vergleich zur Kurbelwelle. Mhm. Der Unterschied hat man im ersten Video schon angesprochen, dass Ein- und Auslass zwar denselben Hub hat, mhm, aber von der Fülligkeit, von der Gesamtlänge ein Unterschied, mhm, besteht. Den sieht man jetzt auch, wenn man sich die Ventilerhebung anschaut. Das heißt, wir sehen jetzt gerade hier unten Kurbelwelle-Gradzahl, wie sie sich dreht. Richtig. Auslasswelle, Einlasswelle. Genau. Und das heißt, man kann grob sagen, René, wenn du da rechts mal, ich weiß nicht, ob man das sieht, wo man bei 140, 150 anfängt. Ab da sind die Ventile zu, dann kommt der Verbrennungstakt und dann geht es hier auf der linken Seite wieder weiter, bis der Kolben irgendwann wieder anfängt hochzugehen und Auslassventil geht auf, es strömt aus. Hier ist dann OT, Kolben ist oben und da fängt das Einlassventil dann aufzugehen. Genau diesen Punkt hier bei 0 ist dann nämlich übrigens auch genau der Punkt, wo wir immer die Nockenwellen einmessen, wo wir als Beispiel immer 1 mm Hub im OT. Das ist dann genau dieser Punkt. Hier sehen wir einmal, ist gewollt, dass die Einlasswelle ungefähr 1,5 mm Hub hat und in dem Moment hat die Auslasswelle 1 mm. So, und in Summe sieht man, dass auf der rechten Seite die Kurve ein bisschen bauchiger ist und dadurch halt einfach mehr Öffnung hat, um es mal so rum zu sagen. Genau. Ja. Was wir jetzt hier grafisch dargestellt haben, ist eine Position, nur um das verständlich zu machen. Dadurch, dass du auf den Nockenwellen auf allen Vieren Versteller hast, kannst du die auseinanderschieben oder zusammen oder verschieben, also voll variablen Ventiltrieb von der Position her. Das bedeutet, das ist jetzt nur eine Position, aber man hat sehr viele verschiedene. Thema Versteller, die lassen wir drin. Ja, das ist. Das macht auch Sinn. Das ist sehr gut. Okay. Und die funktionieren auch bei der Drehzahl mit den verstärkten Federn und so, haben die immer noch genug Kraft, das wirklich in der Position zu halten, wie es eigentlich sein soll. Ja, genau. Ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein und gucken uns einfach auf Einlassseite mal an, was ihr euch überlegt habt, welche Wahlen wir haben. Okay, okay, das wäre jetzt einlassseitig die männliche Version. Ja. hier sieht man jetzt halt richtig schön, dass das Ventil viel früher schon anfängt aufzugehen. Genau. Dann raketenartig aufkatapultiert wird. Hier oben fahren wir 13,5 mm Hub fast. Genau. Und dann geht es ein bisschen zügiger wieder zu. So würde ich das jetzt mal formulieren. Genau. Ja, wir machen das, also das wirst du bei der kleineren Variante einlassseitig auch sehen, dass wir das immer so machen, wenn das Ventil aufgeht, dass es früher aufgeht und schneller, mhm, aber beim Schließen dann noch schneller zugeht, mhm, und bei der anderen Variante haben wir noch eine Besonderheit drin, da ist es nämlich wie in der Serie, an derselben Stelle geht es dazu. Mhm. Okay, selbe Stelle heißt einfach immer die Nockenwellenlage zur Kurbelwelle einfach. Genau. Mhm. Hier ist jetzt das Problem, deswegen war es gut, dass wir den Kopf vermessen haben, beziehungsweise das Federnpaket. 13,5 mm Ventilhub haben wir im ersten Video festgestellt, geht nicht. Zumindest nicht mit den Federn, wie wir sie verbaut haben, weil die da schon auf Block gehen würden und gar keinen Restweg mehr einfach hätten. Ja, also es würde einen Motorschaden geben gleich anfangs. Und dann kommt auch noch dazu 13,5 mm Hub. Wie viel Grad sind das dann von Steuerzeiten her? Das sind 306 Grad. 306 Grad. Das ist dann auch schon wirklich krass. Ja, das ist dann krass. Wirklich Rennsportprofil. Ja. Ich weiß noch, damals war immer, für mich ist Nockenwellen immer so ein klassisches Tuning. Da ging es immer los mit 276 Grad, war glaube ich immer so das Kleinste. Und dann 288 oder 296. Mhm. Und da waren wir aber schon der King mit.
Das war schon so, ja, ja, das war schon über 300, hat sich immer eigentlich keiner getraut, weil man dachte, Motor läuft nicht mehr, ja, und so weiter. Ja, bei 296 war das schon der Fall. Mhm. Ja, da hatte man, wenn man jetzt von so einem 8-Ventiler ausgeht mit einer Nockenwelle, da ist halt diese Spreizung, die wir eben gesehen haben, ein zu Auslass ist halt fest. Mhm. Das heißt, der Leerlauf ist dann auch schlecht. Mhm. Der Vorteil, den man jetzt hier hat, ist, dass man, obwohl das Profil so füllig ist, man die auseinanderziehen kann, so dass der Leerlauf ruhig wird. Ja? Mhm. Und dann ab einer gewissen Drehzahl, dann 17, 1800 Umdrehungen, dann weiter aufmachen, wo sowieso dann der Motor rund läuft. Mhm. Okay, das ist ein interessanter Punkt. Kostas, kannst du noch einmal die von den Serienwellen einmal die beiden Kurven nebeneinander aufmachen? Da können wir, glaube ich, noch mal ganz cool was dran erklären, wo wir gerade bei der Überschneidung sind. So, mit der Überschneidung ist ja theoretisch der Abstand von den beiden Kurven gemeint. Die Überschneidung ist das hier. Ich meine die Spreizung. Die Spreizung ist höchste Stelle Auslass bis höchste Stelle oder maximaler Hub Auslass bis maximaler Hub Einlass. Das heißt eigentlich Stellung Einlasswelle zur Auslasswelle? Wir können es in dem Fall beeinflussen über die beiden Steller, die da dran sind. Genau. Bei den älteren Motoren oder beim V6 zum Beispiel können wir es nicht beeinflussen, weil beide zusammen fest auf einer Nockenwelle sind und wir können sie ja nicht während der Fahrt einfach durchbrechen und neu verschweißen. Ja, genau. Wenn wir das aber könnten, was würden wir dann machen, um diesen schönen Leerlauf, ich sag jetzt mal, hinzukriegen? Also je mehr Überschneidung man hat, also Hub im OT auch genannt, umso mehr Restgas ist im Motorraum, im Brennraum. Restgas brennt nicht gut und die Ventile sind so weit auf, dass immer wieder Abgase angesaugt werden, deswegen ist der Leerlauf schlecht. Ja, also sprich, um den zu verbessern, müssen wir das hier reduzieren. Das heißt, wir schieben Auslass, machen wir einen früheren Öffnungspunkt und Einlass einen späteren, also beide Kurven auseinander. Dadurch haben wir wenig Überschneidung und der Motor läuft im Leerlauf gut. Und für Maximaldrehzahl, also für Nenndrehzahl dann? Würde das auch wieder passen oder brauchen wir da die Überschneidung? Da brauchen wir die Überschneidung. Ah, okay. Weil ich kenne das immer so, dass bei vielen Motoren es so ist, die Stellung, die man im Leerlauf wieder fährt, dass man die dann auf Nenndrehzahl irgendwann auch wieder fährt. Dass man nur davor eine Welle verschiebt. Ja, das kann man nicht so pauschal sagen. Bei den ersten BMW-Motoren zum Beispiel mit Einlasswarnus, die hatten nur eine Schwarz-Weiß-Verstellung nennt man das, einfach nur zwei Punkte. Genau, wie bei mir in der Limo auch, ja. Ja, genau. Und da hat man dann einen im Leerlauf wenig Überschneidung, im mittleren Drehzahlbereich viel, ja, über 3 mm. Und bei hohen Drehzahl schließt man dann wieder die Einlasswelle, weil man. Ja. Und hier hat man halt den Vorteil, dass man da den optimalen Punkt rausfahren kann und eine Kombination mit einer verstellbaren Auslasswelle hat. Ja. Okay, praktisch ist halt einfach das Problem, wenn wir mehr Steuerzeit kriegen wollen, wird diese Kurve einfach immer bauchiger. Und wenn jetzt beide Kurven bauchiger werden, ist logischerweise das Problem, dass sie sich weiter oben treffen und somit halt einfach im OT mehr Überschneidung haben. Okay, das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel wenn wir von euch eine Welle nehmen würden für einen Motor, wo beide Nocken drauf fest sind, VR6 oder so, und ich will aber wirklich eine Welle für 1000 PS haben oder so. Wie würde die im OT aussehen? Dann muss man einen Kompromiss treffen. Also ein VR6 mit 1000 PS kann nicht gut laufen im Leerlauf. also von der Nockenwelle her. Ja. Man wird dann Einlass ein sehr fülliges Profil nehmen und Auslass dementsprechend kleiner und diese Kurve verschieben. Also das heißt, Einlass wird dann meinetwegen 3 mm haben und Auslass nur 1 mm Überschneidung. Mhm. Ja, dadurch hat man eine gute Füllung. Einlassventile werden mit Frischgas versorgt und Auslass ist nicht so weit offen, dass man den Ladedruck nicht wieder rausdrückt zum Auspuff. Wieder verliert. Ja. Mhm. Okay, das heißt, die Einlassseite ist schon weiter auf. Im OT schon. Genau. Weil da hatten wir was Witziges auf dem Prüfstand rausgefahren mit einem VR, da war es genau andersrum. Also da haben wir angefangen mit ungefähr 1 mm Einlasshub im OT. Und wenn wir die Welle immer weiter Richtung spät gedreht haben,
also der Hupe MOT einlassmäßig immer weniger wurde, ja, wurde die Leistung schon immer mehr. Bis wir dann am Schluss ungefähr bei 0,4 mm MOT waren. Also. Wie stand dann Auslass? Auslass hatte dann fast 3 mm. Also es war quasi genau umgedreht dazu. Ja, das ist Sonderfall eigentlich. Okay, also im Normalfall sagt ihr aber Auslass um die 2 mm, Einlass dann um die 0,5 mm oder so. Andersrum. Andersrum, ja. Mhm. Weil Auslass auch, gut, beim Turbo ist das was anderes, weil die Luft reingedrückt wird, aber Auslass ist immer so, dass das durch die Verbrennung das rausgeschossen wird, mit Schallgeschwindigkeit. Mhm. Und da braucht man eigentlich nicht viel also die Ventile offen stehen zu lassen. Ja. Aber das kann sein, also bei dem Beispiel, was du nennst, wird bestimmt auch immer die Drehzahl gestiegen sein. Das Leistungsmaximum genau, ist dann immer weiter nach oben gestiegen. Genau, also die Drehzahl war gleich. Der Motor wurde im mittleren Bereich natürlich brutal schwächer. Also effizient war es definitiv nicht. Du hast in der Mitte, sagen wir, 80 PS weggenommen und oben 30 zu gewinnen. Ja, ja, dann so. Macht's ihn. Aber es wurde oben raus auf jeden Fall von der Füllung her besser. Mhm. Hat man auch gesehen, Abgasgegendruck ist runtergegangen im Krümmer, Zündung ist besser geworden vom Klopfen her so weiter. Okay. Das war da schon. Aber war halt dieses typische VR-Problem, wie du sagtest, beide auf einer Welle. So, somit würde ich jetzt im nächsten Step rangehen, würde vielleicht mal die Spreizung weiter auseinanderschieben. Ja. Dass man wieder im OT einlassseitig so bleibt, Auslassseite früher aufgehen lässt, dass sie schon wieder weiter geschlossen ist. Ja. Ja, aber das ist halt Thema Nockenwelle, ist halt eine Thematik für sich. Das heißt auch, ich höre raus, es gibt kein Profil, was man überall anwenden kann. Ja. Das ist wirklich von Motor zu Motor unterschiedlich. Selbst beim VR jetzt, wenn der Lader anders ist oder das Leistungsziel ein anderes, dann kann man nicht dieselbe Nockenwelle nehmen für zwei Motoren. Ja. Selbst wenn die sonst gleich gebaut sind. Was ist so das Krasseste, was ihr für den VR6 schon mal gemacht habt? So. Für den Sauger? Mhm. Oder für den Turbo? Sowohl als auch. Gut, Sauger haben wir schon 316 Grad Wellen gemacht. Das ist dann aber auch Rundstrecke gewesen. Ja, und der geht dann unten gar nicht. Und für den Turbo müsste ich lügen, aber auch sowas um die 300 Grad Einlass und einen Auslass viel weniger, 280. Okay. Bei uns ist es immer so, für uns eine viel interessantere Größe als die Steuerzeiten sind immer die Steuerzeiten bei 1 mm Ventilloop. Wenn man so grob sagt, ab 1 mm fängt das an richtig zu strömen. Und jetzt gibt es dabei noch riesen Unterschiede. Manche geben zwar 300 Grad an, haben dann aber bei 1 mm Hub nur 220 Grad, wo auch eine 280 Grad Nockenwelle genauso 220 Grad haben kann. Das ist eigentlich eine gute Methode, weil man diese Anlauframpen komplett weglässt. Mhm. Ja, und das ist oft der Grund, ja, die Rampe, das ist das, was man hier ganz leicht angedeutet sieht, oder hier ist es deutlicher, die kann man komplett vergessen, wenn man erst bei einem Millimeter anfängt zu messen. Mhm. Ja, weil es gibt Profile, da ist das lang gezogen und wenn man jetzt ab hier misst, hat man dann 300 Grad, aber das, was du sagst, die 280, die hat da dasselbe. So wie heute einen Upgrade-Turbolader man aufs Auto baut, das ist ja dann ist man schon tiefer im Tuning drin, so war das früher irgendwie mit der Nockenwelle. Mhm. Dass, wenn dann einer eine Sportnockenwelle einbaut, das schon ganz schön ein krasserer Eingriff ist. Ist das bis heute ein großer Markt? Gibt es wirklich viele, die noch Nockenwellen kaufen? Besonders bei den älteren, bei diesen Youngtimer-Geschichten sowieso, aber auch bei moderneren, wenn man durch einen, man kann das Verdichterrad vergrößern oder die Turbine vergrößern, aber irgendwann stopft der Motor, da kann man machen, was man will, und dann, weil die Ventile halt nicht genug offen sind oder nicht zu weit. Und dann sind die Nockenwellen eigentlich ganz wichtig. Nächste Schritte. Kann man grob sagen, wo ist Thematik Nockenwellen interessanter, also vom Potenzial, Sauger oder Turbomotor? Vom Leistungsplus beim Turbomotor. Also ist selbst bei den Turbomotoren noch eine große Sache. Natürlich nicht, wenn man jetzt bei einem Serienturbo-Unsatz Nockenwellen verbaut, das macht keinen großen Unterschied. Da gewinnt man vielleicht 10 PS. Ja. Aber das ist, wie du sagst, dass man vorher andere Maßnahmen schon getroffen hat. Mhm. Ja. Man hat einen größeren Kühler, Ladeluftkühler, man hat eine Downpipe verbaut, ist die Software angepasst, auch einen Upgrade-Lader und dann
dann die Nockenwellen bringen einen riesen Leistungsplus. Mhm. Das heißt, da gibt es Autos, wo nur Nockenwellen rein richtig, richtig Leistung bringen. Ja, nachdem alles vorherige. Beim VR-Turbo gibt es auch so ein Gerücht, dass man mit den Serienwellen nur 500 PS fangen kann. Egal, was man macht, und dann steckst du andere Nockenwellen rein und bumm, explodiert das Ding. Ja. Meine persönliche Meinung ist dazu, das liegt daran, dass die Leute Serienwellen immer mit einem Serienkettenrad fahren. Und das passt natürlich mit Platte dazwischen und ja, dies, ja, das, genau. Jenes steht, die danach, was weiß ich wie. Ne? Ja. Aber das ist definitiv ein Motor, wo man immer wieder merkt, was Nockenwellen halt definitiv ausmachen. Ne? Das ist bei dem Motor, der jetzt vom Kopf her nicht optimal ist. Genau. Da merkt man das schon immens. Ne? Ja, nee, aber cool. Freut mich, dass Nockenwellen bis heute auf jeden Fall so ein klassisches Tuning-Thema ist. Mhm. Und es da tatsächlich noch Leute gibt, die das machen. Könnt ihr auch, unabhängig vom Tuning, weil das haben wir schon ganz oft erlebt, gibt es auch Kunden, die einfach nur Nockenwellen nachbauen lassen, weil es keine mehr gibt? Ja. Für so Oldtimer und sowas in der Richtung? Mhm. Das ist auch möglich. Dazu sagen? Ja, und wir hatten auch, wir haben öfter mal auch für Oldtimer Nockenwellen, die es nicht mehr gibt, die nachgebaut werden müssen. Wir haben einen Kunden, der hat einen ganzen Fuhrpark von alten Fahrzeugen, von Oldtimer, und der bringt uns hin und wieder mal solche Nockenwellen, die eingelaufen sind, die man nicht mehr reparieren können. Ja. Und dann machen wir die aus dem Vollen dann komplett neu. Ja. Cool. Also alles möglich. Auch so Standschäden, dass die Nockenwelle verrostet ist, weil es so ein Oldtimer nach ist. Nach 50 Jahren. Ja. Festgerostet. Ja. So, jetzt wissen wir immer noch nicht, was wir jetzt eigentlich am Ende verbauen. Ja. Jetzt, was würdet ihr vorschlagen? Also das krasse Profil ist raus. Das ist komplett raus. Das schaffen wir nicht. Also diese Stage 1. Mhm. Wir können uns den Vergleich mal ansehen. Mhm. Erstmal Einlass. Ja, ja. Vorher zu nachher. Kann man sagen, dass die Einlassseite für die Leistungsausbeute auf jeden Fall auch interessanter ist? Ja. Das ist die, worüber man die Füllung kriegt. Mhm. Genau. Das ist die Einlassseite, die zweite Version, die so nicht ganz so krass. Da sehen wir jetzt, vom Hub her sind wir oben ungefähr bei 12,4. Genau. Das müsste ja auch gerade noch so gehen. Ja. Also wir hätten noch eine Reserve von der Ventilfeder, bis sie auf Block geht, von 0,7 mm. Es ist an der Grenze, aber würde noch funktionieren. Ne? Mhm. Ja, wir haben hier was Besonderes gemacht, und zwar aus dem Grund, dass man nicht mehr Hub fahren kann, haben wir die anstelle eines größeren Ventilhubs eine breitere Kurve erzeugt, künstlich. Das sieht man ein bisschen hier oben, dass es so wie ein Plateau ist. Wir lassen das Ventil einfach über 6 Grad länger voll auf dem Maximum. Ja. Und das ist so mit Ventilbeschleunigung und so, ist kein Problem, wenn es in dem Moment einfach länger steht. Genau. Da ist sowieso das Maximum, da kehrt sich von Beschleunigung in Verzögerung um in dem Moment, und das ist unproblematisch. Ist so ein bisschen wie eine eingelaufene Nockenwelle. Die hat auch so eine schöne Kante drauf. Gewollt eingelaufen, ja. Okay, dann sehe ich hier, dass der Zeitpunkt, wo das Einlassventil wieder geschlossen ist, ziemlich ähnlich ist rechts. Genau. Ja, wir machen früher auf, schneller auf, damit wir viel Füllung schaffen, und dann abrupt dazu, damit die Füllung dann auch drin bleibt und die Gesamtlänge nicht zu lang wird von der Nockenwelle. Was würde passieren, wenn wir es länger offen lassen? Theoretisch, ja, würden wir dann zu viel Überschneidung bekommen an einer Stelle. Ja? Wir könnten das zwar, wie gesagt, durch die Versteller dann verschieben, aber da haben wir eine gute Erfahrung gemacht bei ähnlichen Motoren, dass das was bringt. Mhm. Weil ich überlege gerade, wir sind jetzt ja theoretisch gerade ungefähr OT 90 Grad, das heißt, der Kolben ist noch nicht ganz unten. Und Ventile schon ganz zu. Genau. Das heißt, wobei es ist ziemlich genau, in dem Moment, wenn Kolben unten ist, ist auch Ventil zu. Ne? Mhm. Dass man es da drüber hinaus stehen lässt? Das kann man ja durch die Versteller dann versuchen. In dem Fall können wir es rausfahren. Aber bei einem starren Motor würde ich es auch genauso machen? Oder würde man das beim starren Motor genauso machen? Okay. Ja.
Ja, das Problem bei der Sache ist, es ist ein hochdrehender, starker Sauger gewesen, der schon sehr sportliche Profile drauf hat. Und wenn durch die Aufladung jetzt, damit wir die, wie soll ich sagen, nicht zu viel von dem Ladedruck verschenken, ja, und das Ansprechverhalten nicht verschlechtern, sondern verbessern, deswegen ist das besser. Weil ich habe nämlich mal davon gehört, von dem sogenannten Nachladen, dass man den Einlass so lange offen stehen lässt, dass der Kolben schon wieder anfängt hochzugehen und der Einlass trotzdem noch ein bisschen offen ist, aber durch diese immens hohe Strömungsgeschwindigkeiten, die du in diesen hohen Drehzahlen hast, hat die Luft einfach so eine Masse, so eine Massenträgheit, dass obwohl der Kolben schon wieder hochgeht, sie trotzdem noch in den Zylinder reinschiebt. Ne? Das ist auch, wenn man sich das ist jetzt ein bisschen schlecht, der Vergleich ist von der Mitte. Wenn man sich das im Steuerzeitendiagramm ansieht, dann ist das auch so. Okay. Aber prinzipiell können wir noch sagen, damit man das euch ein bisschen besser zeigen kann, wenn ihr euch vorstellt, diese ganze Fläche zwischen Kurve und unten ist eigentlich die geöffnete Fläche vom Ventil. Das heißt, hier, wo die Kurve unten ist, ist Ventil zu. Und diese Fläche ist übertrieben gesagt die Fläche, wenn das Ventil offen ist, das Integral. Und alles, was jetzt zur roten Kurve noch dazu kommt, das ist jetzt das, was wir an Einlassquerschnitt gewonnen haben. Und das ist jetzt nicht, sind jetzt, wie du schon sagst, keine Welten, weil die Welten halt schon wirklich gut waren. Aber es ist ja schon so 10% oder so, kann man da schon so von ausgehen. Ja, das, was viel bringt, ist halt hier. Die im Maximalbereich. Durch den Hub. Ja, ja. Und auch auf diesen Mehrhub zu gehen, macht doch Sinn. Also da sagst du, da kommt auf jeden Fall nochmal Luftmasse. Genau. Kann man auch zu viel machen? Zu viel Ventilhub haben wir noch nie gehabt. Zu viel Überschneidung schon. Zu viel Ventilhub ist bei einem dynamischen Prozess schwer festzustellen. Ja, das kann man auf einer Fließbank machen, wenn man den Zylinderkopf durchfließt. Dann sieht man, dass ab einem gewissen Hub dann nichts mehr passiert. Ja, dann hat man es in der Statik schon mal nachgewiesen, dass 14 mm zum Beispiel oder so ab dem Punkt, das sinnlos ist. Aber dynamisch macht das, was du jetzt mit dem Nachladen angesprochen hast, das ist auch bei dem großen Ventilhub so eine Sache. Das sieht man nur auf dem Prüfstand an. Verstehe, okay. Das heißt, es ist zwar schon so, dass man in dem Moment den ganzen Ventiltrieb mehr belastet durch den Mehrhub, aber man kann auf jeden Fall nichts falsch machen mit so einem großen Hub. Bei diesen Hüben sowieso nicht. 12, 3 ist. Okay, was kommen da für Steuerzeiten dann bei raus? Bei dem Profil? Beim Einlassprofil sind es 288 Grad. Okay, so die klassische Nockenwelle von früher. Ja. Okay, nee, das ist schon sportlich für den Motor. Und Auslass? Hier ist es jetzt symmetrisch verändert. Also das, was wir bei der Einlassseite nicht hatten. Worauf wir jetzt hier geachtet haben, ist, dass die Gesamtsteuerzeit überhaupt nicht verändert wird. Aus demselben Grund, weil es schon scharfe Wellen sind und wir möchten das nicht noch verschlechtern. Gesamtsteuerzeit heißt einfach von hier bis hier. Ja. Der Abschnitt ist gleich. Wobei, wenn wir jetzt dazu bleiben, wenn wir jetzt wieder von meinen 1 mm ausgehen, haben wir schon so knappe 10 Grad mehr. Ja, auf jeden Fall. Ne? Was halt schon auf jeden Fall spürbar wieder was ausmachen würde. Ne? Plus den Mehrhub oben raus. Es ist aber nicht symmetrisch zur Einlasswelle, können sie nicht sein, weil du sagtest, dass wir da gleich geblieben sind. Okay. Das heißt, das ist dann weiterhin eigentlich auf Papier eine 268 Grad Welle. Ja. Die halt nur bei 1 mm ein bisschen, genau, ein bisschen mehr hat. Okay, cool. Können wir die vier jetzt nochmal übereinander legen, dass wir den Unterschied im Motet sehen? Ja, hier sieht man jetzt genau schön das, was du gesagt hattest mit, wir machen die breiter, beide, und schon treffen sich die beiden Kurven viel, viel, viel höher. Das heißt, beide Wellen haben mehr Überschneidung. Genau. Das heißt, eigentlich sind wir jetzt hier nämlich im OT bei einlassseitig 2,2 mm, würde ich mal so Pi mal Daumen sagen, ne? Und auslassseitig bei 1 mm, ne? Ne, mehr so 1,5. Ja, 2,5 Einlass. Ja. Einlass 2,5. 2,5, ja. Und Auslass 1,6. Okay. Ja, wobei wieder, das ist ganz wichtig, dass das einfach nur ein Vergleichswert ist. Ja. Ja, weil der Motor startet und da ist im Leerlauf Einlass zu, hat keine Überschneidung. Das heißt, die,
diese Kurve ist so weit verschoben, dass das dort ist. Ja. Das ist halt der Vorteil bei diesen statischen Motoren, die halt nur, also statisch nicht, aber die nur eine 0 oder 1 Verstellung haben, da kann man halt nicht zurückziehen. Also man kann quasi die Welle nur weiter nach vorne ziehen, die Überschneidung wird noch größer und im Endpunkt ist dann quasi wieder der normale Punkt. Ne? Okay. Ja, also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall eine sichere Nummer, da können wir nichts falsch machen. Das wird uns auf jeden Fall was bringen, denke ich mal definitiv. Jetzt müssen wir das Ganze noch umsetzen. Machen wir. Das heißt, schleifen wir die jetzt aus den schönen Rohlingen oder nehmen wir meine alten Wellen und schleifen die um? Wir machen das aus den Rohlingen. Mhm. Ja. Wir haben den Rohling, also es gibt jetzt zwei Gründe, wieso wir das machen. Einmal können wir das Profil nicht aus den Wellen schleifen, es würde zu klein werden. Mhm. Und weil es so geschrumpfte Nocken sind, hätten wir zu wenig Wandstärke. Es könnte sein, dass sich ein Nocken löst und verdreht. Also einmal das und dann prinzipiell von der Stabilität her. Weil das, was du vorhast, mit solchen Nockenwellen ein bisschen riskant ist. Aber sonst könnte man jetzt hier grob erklären, ich gucke gerade, welche nehmen wir, wo kannst du am besten drauf filmen. Wir könnten jetzt hier, von hier bis auf der anderen Seite Material wegnehmen, wodurch quasi das Verhältnis von dem Grundkreis zum Nocken, wie das Ventil aufgeht, wieder mehr wird und man wieder ein bisschen Spielraum hat, eine andere Kontur drauf zu schreiben. Ja, richtig. Okay, ich finde aber aus dem Vollen auch besser. Immer gut. Okay, dann gehen wir mal rüber in die Fertigung, würde ich sagen. Jetzt müssen wir ein bisschen tricksen. Und zwar wollten wir natürlich alles heute an einem Tag abbilden. Das heißt, wir können unschwer heute einen Rohling herstellen und den Rohling noch bearbeiten und alles andere. Aber wir wollen es euch trotzdem anhand eines anderen Projektes, was gerade läuft, zeigen. Das ist eine Fiat 127. Fiat Nockenwelle. Mhm. Oldtimer. Oldtimer, ne? Aber praktisch ist es ja egal, für welches Auto. Ja. Die Wellen werden immer gleich gemacht. Ne? Ja, gut. Es gibt manche, die sind ein bisschen komplizierter. Da sind mehrere Elemente dran, mehr Bohrungen, wie hier zum Beispiel bei der Lamborghini. Die ist eine relativ einfache Welle, aber der Ablauf ist ähnlich. Das heißt, ihr kriegt dieses Rohmaterial so? Was ja, schon, eigentlich was schon, so. Genau, was schon einmal übergedreht ist? Das machen wir auch hier. Auch hier? Okay. Das ist komplett, das sind lange Stangen, 3-4 Meter lange Stangen, kommen so an und die werden erst gesägt und dann vorgedreht. Was für Material ist das? Das ist ein spezieller Nitrierstahl. Mhm. Nitrierstahl heißt wichtig, dass man den danach noch vergüten kann, genau. Dass er nitriert werden kann. Müssen vergütet werden und haben halt auch danach die erforderlichen Eigenschaften, damit die haltbar sind. Okay. Das heißt, aus diesem Teil da drin wird später ein Rohling fürs Schleifen. Genau. Der muss dann nitriert werden oder danach erst? Danach logischerweise, nach dem Schleifen. Ja, ganz am Ende. Ganz am Ende. Ganz am Ende, okay. Und so werden alle Nockenwellen bei euch gemacht? Oder gibt es Versionen so und Versionen so? Es gibt Gusswellen. Mhm. Bei sehr gängigen Fahrzeugen lassen wir Nockenwellen gießen. Mhm. Die sind dann vorgeschnitten, die Lager sind dann meistens vorgeschnitten, also werden hier erst vorgeschnitten und dann auf Kundenwunsch werden die Profile dann auch geschnitten. Das heißt, wenn ihr jetzt so, keine Ahnung, ich sag jetzt mal 100 VR6 Wellen oder so braucht, da ist es schon besser, sich ein Gussrolling machen zu lassen. Das ist günstiger, ja. Muss der auch nitriert werden danach? Also ist das ein Material, was gegossen wird? Nein, der wird nicht. Der nicht mehr dann, okay. Also das ist ein anderes Material. Mhm. Okay. Beim Gießprozess wird das Material gehärtet, so tief, dass es nach dem Schleifen immer noch hart ist. Und auf dem Harten zu schleifen geht. Ja. Wahrscheinlich schwieriger, aber geht ja, auch. Ja, die Scheiben sind halt speziell dafür konzipiert, dass sie das können. Drehen oder fräsen ist sehr schwer. Ja, ja. Weil die 60 Rockwell Härte haben, das ist sehr gut. Sehr. Cool. Wie lange braucht die ungefähr? Circa 30 Minuten. 30 Minuten. Die Lamborghini, die brauchen ein bisschen länger, weil mehrere Bohrungen dran sind. Ja, Geber hier, der muss gefräst werden. Ja. Da braucht man ca. 40 Minuten. Wir können ja mal einmal rüber. Das heißt, hier ist jetzt das Besondere, es ist nicht nur eine Drehmaschine, sondern gleichzeitig kann das Werkzeug sich auch drehen und fräsen. Genau, das Fräszentrum hat 9 Achsen. 9 Achsen? Genau. Und die Frässpindel, das ist eine vollwertige Frässpindel wie in einer normalen Fräsmaschine. Okay. Ja, ich würde sagen, den Rohling rein, also was heißt der Rohling? Es ist ja eigentlich nur der Anfang. Genau. Und dann geht's los.
Falls ihr es nicht erkannt habt, das Besondere ist halt, einmal typisch drehbankmäßig, das eigentliche Werkstück wird angetrieben. Hier ist aber eine, zusätzlich noch ein weiteres angetriebenes Werkstück. Das heißt, man kann sowohl ganz normal drehen, als auch jetzt gleich zum Beispiel, wobei jetzt wird sich nicht drehen. Man kann aber auch mit einem Fräser als Beispiel auch fräsen. Und dahinter, wo die Klappe mal aufgeht, ist, sind die ganzen Werkzeuge. Ne? Wie viele Werkzeuge sind denn so? 40 Werkzeuge. Das Magazin, 40 Werkzeuge und unten der untere Revolver, da kommen auch nochmal 9 Werkzeuge. Da sind auch mal 9. Ja. Gehen da auch Angetriebene drauf? Oder nein, die sind nicht angetrieben. Angetrieben nur hier, ne? So, jetzt habt ihr im letzten Schritt gerade gesehen, warum diese Maschine, angetriebene Werkzeug, ein Fräser, der wirklich diesen Sechskant hier reinfräst und sich die Spindel dann immer nur passend so und so viel Grad weiterdreht, um halt passend die Flächen rauszufräsen. So, jetzt lassen wir die Maschine mal fertig machen und dann zeigen wir euch das Ergebnis. Ja, ich wollte schon immer mal so eine Billet-Nockenwelle in der Hand halten. Krass. Aber ging dann doch eigentlich recht schnell. Also ich hätte gedacht, das dauert länger. Also das ist echt krass, wie schnell die Maschine da wirklich rausschrubbt, ne? Okay, hier habt ihr nochmal parat gelegt, wo wir gerade drüber gesprochen haben, eine Gussrohling. Mhm, genau. Das heißt, der kommt eigentlich bei euch so mehr oder weniger fertig an und ihr macht nur noch die Nocken. Genau, die Lager, die schleifen wir vorher noch. Die sind auch rot, das ist komplett rot. Mhm. Ja, Zentrierung, diese kleine Arbeiten. Ja, aber sonst die Nocken, die lassen wir dann erstmal roh, um je nachdem, was ein Profil der Kunde haben will, entsprechend die zu schleifen. Okay, krass. Ja, so ist man natürlich komplett universell einsetzbar, egal wie, wo, was geht alles. Theoretisch müsste doch diese Maschine auch eine Kurbelwelle machen können, oder? Ja. Ich hatte nämlich immer mal die wilde Idee, am liebsten hätte ich beim Lambo tatsächlich den Hubraum mal verkleinert. Ich hätte eine Welle gemacht mit weniger Hub, dass irgendwie nur noch statt 5 Liter so 4,5 Liter oder so bleiben, was massig ausreicht, und dann richtig schön lange Pleuel dafür. Ja. Und was hättest du dadurch für einen Vorteil? Dass ich weniger Hubraum habe. Verbraucht weniger Benzin. Ist natürlich bei dem Auto sollte man darauf achten, ja. Kannst du höher drehen. Kannst höher drehen und durch das längere Pleuel, also durch den weniger Hub, kannst du ein längeres Pleuel reinmachen und hast du weniger Auslenkung zur Seite. Und das ist alles halt ein bisschen, es wird weniger belastet. Ah, okay. Natürlich nur, wenn du höher drehst. Mhm. Das heißt dann irgendwie so 9, 9,5 oder so. War einfach nur eine Spinnerei. Weil die original Lambo-Kurbelwelle ist so schweineteuer. Diese 5-0er Kurbelwelle, die ist wirklich exorbitant teuer. Und es gibt auch tatsächlich einen, der fertigt die nach, aber auch wieder nur mit dem Original-Hub. Mhm. Okay, also habt ihr schon mal Kurbelwellen gemacht? Oder wäre Neuland? Wäre Neuland, ja. Aber geht. Aber geht, okay. So, jetzt habt ihr imaginär gesehen, wie wir eigentlich diesen Rohling gefertigt habt. Sieht jetzt noch ein bisschen anders aus als der. Aber prinzipiell gleiche Behandlung, alles gleich. Ja. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal rüber und gucken, wie wir hieraus das schleifen. So, jetzt haben wir doch hier mal so eine richtige, das ist noch richtig, Maschinenbau wollte ich gerade sagen, das ist noch richtig, was ist das, Schlosserei? Wie sagt man da eigentlich so? Beim Schleifen, nee, Schleiferei. Schleiferei, ne? Hm? So, liegt nahe bei Schleifen. das ist jetzt das, wo ich mir immer die Frage gestellt habe, jeder von euch, der sich jetzt überlegt, das ist ja ein Nocken,
wie kriegen wir den jetzt mit einer Maschine, die sich dreht, exzentrisch geschliffen? Ja. Das ist so die allererste Frage, die ich mir bei dieser Maschine stelle. Genau. Und zwar, wir bei Kleinserien schleifen wir immer noch auf den konventionellen Maschinen. Nicht auf der automatischen, die wir haben, weil die, die braucht Stückzahlen, damit sich das mit dem Programmieren rentiert. So, die konventionelle Maschine, die braucht einen Meisternocken oder Urnocken. Urnocken. Und zwar ist das ein Nocken in groß mit der Kontur nur vergrößert. Ja, das ist exakt das, was wir dann als Nockenkontur schleifen, nur vergrößert. Der Sinn der Sache ist der, dass das, je größer das ist und man das abtastet, umso genauer wird es dann auf dem kleineren. Mhm. Das heißt, theoretisch könnte man damit das nicht nur auf eine Lambo-Welle schleifen, sondern auch auf eine VH6-Welle schleifen. Überall drauf, ja. Das ist nur so wie die Grundeinstellung von der Maschine. Genau. Ja. Okay. Das heißt, es kann sein, dass mein Profil, was wir da drauf schleifen, schon mal auf irgendeiner anderen Nockenwelle auch schon mal gefahren ist. Vielleicht schon mal im Opel war, im... Ja, alle Motoren, die so ähnlichen Ventiltrieb haben, da kann man das verwenden. Okay. Mhm. Genau. Und der wird hier aufgespannt. Ja, und das ist dann eigentlich wie eine Drehbank. Also es dreht sich. Und zusätzlich haben wir diese Hubfunktion, dass sich es beim Drehen auch... Und hier sieht man es cool. Also gerade von hier, oder? Dreht sich gegen die Scheibe und durch den Nocken hier drückt es sich los. Okay, das heißt, wir müssten theoretisch auf diesem Nocken auch genauso wieder diese konkave Stelle haben, ne? Da sieht man sogar. Hier sieht man so ein bisschen, das ist an einer Stelle, wo die, das war für die Rolle, ne? Genau, damit das läuft, richtig läuft. Dass die Rolle anliegt, haben wir hier tatsächlich auch drauf. Ja, hier ist es noch extremer, da sieht man es mit dem Auge schon. Ne? Okay, das heißt, die eigentliche Nockengeometrie kommt wirklich dadurch zustande, dass wir den gleichen Nocken haben und die ganze Achse verschoben wird. Passt dazu. Also doch eigentlich recht einfach. Und dann einfach nur eine große Schleifscheibe? Eine große Schleifscheibe mit der passenden Breite jetzt in dem Fall. Ja. Und man fährt dann nicht die Nockenwelle zur Scheibe, in dem Fall kommt die Scheibe in Richtung Nockenwelle. Also es ist entgegengesetzt. Bei einer Drehmaschine ist es ja so, dass das Werkzeug zum Werkstück gedrückt wird. Mhm. Hier wird es gezogen sozusagen. Es ist aber schon so, dass sich sowohl Nockenwelle dreht, als auch die Schleifscheibe dreht. Okay, krass. Da reicht ein Schleifvorgang? Oder muss das auch erstmal gröber, feiner? Genau, es wird geschrubbt am Anfang. Und am Ende lassen wir ein, zwei Zehntel zum Schlichten übrig. Dann wird die Scheibe anders abgezogen, feiner. Und wir schleifen zu Ende. Ah, also gleiche Scheibe, nur einmal glatter gemacht, sage ich jetzt mal, und dann zur nächsten. Okay, krass. Eine Frage habe ich noch. Bei dem ersten Nocken ist das jetzt, wobei es auch schon entscheidend, wie kriegt man die Stellung hin? Diesen Gradversatz von, ich sag mal, einem Zylinder zum nächsten Zylinder, Einlass zu Auslass und so weiter. Ja, das ist bei der Maschine auch einfach gelöst. Und zwar ist das hier hinten die Einteilung. Man springt einfach hin und her. Ah, also man sieht da einfach die... Genau. Bei dem 10 Zylinder ist es dann 360 durch 5 in dem Fall, weil es hier 5 Zylinder sind. Ja, also 72 Grad und die sind immer 72 Grad auseinander. Das muss man umstellen. Stehe. Man schleift den ersten Zylinder, dann 72 Grad weiter. Ist der nächste. Das heißt, der Mitarbeiter, der hier steht, muss schon noch ein bisschen aufpassen. Der muss viel aufpassen. Nicht bei der Sache sein. Sonst kann halt bei dem letzten Nocken passieren, dass ein Fehler, ne? Und zack, ist hin. Ne? Hat man bei so einer Verstellung oder bei dem Ganzen hier ein bisschen Verschleiß? Also nutzt sich selbst dieser Nocken hier ab, oder? Ja, das nutzt sich alles ab und es muss immer wieder ein neuer. Wir fräsen den Nocken auch auf der CNC-Maschine so, dass wir die Kontur immer wieder neu erschaffen können. Okay. Und zur Not könnt ihr ja die Nockenwelle nehmen und einfach nochmal nachmessen oben.
Ja, dann eigentlich, wenn man sich jetzt mit befasst hat, ist es doch eigentlich recht einfach. Ja. Aber man muss halt erstmal drauf kommen. Ja, ich würde sagen, dann schleifen wir mal los. Weitermachen. Also was ich auf jeden Fall erstmal extrem feiere, dass ihr euch an den Maschinen noch so auskennt. Weil es ist ja definitiv was hier so mit links und rechts und da zustellen mit dem Daumen und da langsamer und schneller machen. Da muss man ja schon noch drin sein, ne? Wenn man ja. 1 Million Sachen am Tag macht. Das finde ich cool. Ich persönlich hätte gedacht, dass sich das viel schneller dreht. Also ja. die eigentliche Nockenwelle sich schneller dreht. Wegen der Präzision und der Kontur geht das in dem Fall nicht. Also Kontur heißt jetzt durch diese Nocken, diese negativen Radien, die wir benötigen für die Rollenhebel, müssen wir so langsam fahren. Sonst würde die wahrscheinlich so ein bisschen drüber hinwegspringen, genau, jedes Mal. Genau, so, dann, ne? Hätten wir nicht exakt das abgenommen, was wir möchten. Und dieses Langsamfahren hast du aber eben gerade per Hand gemacht. Also du musst ihm sagen, wann die Maschine stoppt, oder macht die das automatisch? Nein, das ist wirklich konventionell, musst wirklich komplett alles von Hand. Ja. Ja, das meinte ich nämlich, ne? Richtig noch dran sehen, jetzt kommt das, jetzt fahre ich sie langsamer und wieder schneller. Ja, das ist auch Erfahrung halt. Zusätzlich fährt, habe ich gesehen, die eigentliche Schleifrolle fährt von links nach rechts auch ein bisschen? Die pendelt ganz leicht und oben ist ein Abrichtdiamant, um dieses Schrubben und Schlichten zu machen. Also die Oberfläche von der Schleifscheibe dementsprechend anzugleichen. Ah, das war jetzt beides schon in einem Schritt. Ja. Das war jetzt schon Schrubben und Schlichten. Ah, okay. Genau. Ich finde es sensationell. Ich hätte nicht gedacht, dass es dann doch so schnell geht. Weil die nimmt ja auch ganz gut was runter. Ne? Ja. Ich hätte jetzt auch gedacht, das dauert länger. Mhm. Okay. Ihr habt aber auch eine Möglichkeit, theoretisch, wenn ihr jetzt mehrere Wellen davon machen würdet, habt ihr eine Maschine, die das automatisch macht. Ja. Okay. So, jetzt müssen wir das Ganze ein bisschen abkürzen. Im nächsten Schritt wird das alles durchgeschliffen. Genau. Was passiert dann? Danach wird die Oberfläche nochmal vergütet, ein bisschen mit Polierpaste geleppt und dann geht es zum Nitrieren. Was heißt geleppt? Also Leppen ist ein Prozess zum Glätten der Randschicht sozusagen, der Oberfläche. Also wie polieren beim Auto auf dem Lack, dasselbe Metall. Auch auf den Nocken oder nur auf den Lagerstellen? Beides. Beides, okay. Wird das auch konventionell einfach Drehbank mit irgendeinem Schleifmaterial? Ja. Also es wird alles nochmal, die Lagerstellen und so wird alles nochmal auch mal picobello gemacht. Dafür dann nach dem Nitrieren muss nichts mehr gemacht werden. Doch, auch nochmal. Aber wird nochmal geleppt? Wird nochmal geleppt, ja. Das Leppen vor dem Nitrieren ist, damit wir eine schöne Oberfläche haben fürs Laufen. Nach dem Nitrieren, das Leppen ist, um Carbid, also so Rückstände durch das Nitrierverfahren zu lösen, damit die nicht in den Motor gelangen. Ja, verstehe. Und nach dem Nitrieren muss sie auch nochmal gerichtet werden, auf Verzug geprüft. Mhm. Nochmal Qualitäts. Also kann schon passieren, dass sie sich beim Nitrieren verzieht. Ja. Und dann man so richtig auch wieder konventionell mit einer Presse oder so in der Mitte oder an irgendwelchen Stellen drücken muss. Okay, cool. Ja, ich vermute, das Nitrieren macht ihr nicht hausintern hier. Nee. Das heißt, das ist nämlich der Punkt, wo wir mit unserem Latein heute am Ende sind. Wir sind Griechisch, müssen wir hier eher sagen. Und ich würde sagen, vielen, vielen Dank. Danke auch, sehr gerne. Ihr werdet auf jeden Fall auf dem Laufenden gehalten, wie das Ganze am Ende im Fahrzeug funktioniert. Und dann vermute ich mal, werden wir in 2 Jahren das krasse Profil schleifen. Nee, vielen, vielen Dank, war wieder super mega. Danke auch. Extrem cool, gerade so die Maschinen und alles. Extrem cooler Betrieb, extrem coole Familie. Weiß nicht. Danke. Danke fürs Zuschauen und danke. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. It did it, Papa.